Seeler glaubt nicht an HSV-Rettung. Vereinsikone Uwe Seeler sieht den Hamburger SV nächste Saison in der zweiten Bundesliga. Die 3 Punkte sind natürlich schön für die Moral, trotzdem glaube ich, dass es zu spät ist, sagte der 81-Jährige nach dem Sieg gegen Schalke 04 am Rande einer Preisverleihung. Der HSV steht 5 Spieltage vor Saisonende auf dem vorletzten Tabellenplatz. Der Rückstand auf den Relegationsplatz beträgt 5 Punkte. Müller zurück im Mannschaftstraining. Hamburgs Nikolai Müller hat erstmals seit seiner Verletzung am Mannschaftstraining teilgenommen. Der Stürmer hat Teile der Einheit absolviert und danach individuell mit dem Reha-Trainer an seinem Comeback gearbeitet. Müller hatte sich am ersten Spieltag bei einem Torjubel das Kreuzband gerissen. Seitdem stand er dem abstiegsbedrohten HSV nicht zur Verfügung. Rudi zieht positive Bilanz. Sebastian Rudi bereut seinen Wechsel zum FC Bayern nicht. Trotz seiner Reservistenrolle fällt sein bisheriges Fazit positiv aus. Es wird ein ganz anderer Fußball gespielt, man entwickelt sich weiter. Ich freue mich, Teil der Mannschaft zu sein und meinen Teil zum Erfolg beizutragen. Ich stehe immer bereit und bin topfit, sagte er im Sport1-Interview. Rudi ist bei Bayern meistens zweite Wahl hinter Javi Martinez im Mittelfeld, trotzdem kommt er auf beachtliche 29 Saisonspiele.